Es geht heiter weiter in Pokémon Schild. Hallo, meine große Schwester und ich betreiben hier unser eigenes mobiles Pokémon-Center. Ach, du bist es, die Schwester. Yay, sind wir geheilt. Dankeschön. Tofil ist nicht mal weit entfernt. Ich weiß. Da hinten ist es auch schon. Rote 4 ist sehr, sehr kurz, wie ich sehe. Was ich befürworte, ne? So, hier ist ein Bärenbaum. Und wir brauchen ein paar Bären. Deshalb bam, bam. Was gibt's denn hier? Ah, ich mach mehr. Ah, noch mehr. Okay, reicht. Nice. Okay. Ist das da ein Pikachu? Ich dachte gerade, das wäre ein Pikachu da hinten. Okay, da kommen wir gleich noch zu. Lol. Hey. Mareike. Durch gemeinsames Spielen und Kochen beim Pokécamping werden Pokémon zutraulicher. Wir gucken mal ganz kurz rein, was es so für Pokémon hat. Und dann gehen wir wieder. Wolli, guck dich mal um. Da ist dieses Evoli-Kind. Bronzong? Somniam? Cool, cool. Und das Vieh da hinten. Das hier. Dazu kommen wir gleich. Ja. Dazu kommen wir gleich. So, aber erstmal hier ein Trainer. Ich hab Bock wieder auf Kämpfe. Komm her. Ich trainiere mein Pokémon-Team beim Camping. Der letzte Schliff ist an einen Kampf gegen dich. Der letzte Schliff, der für mich gilt und nicht für dich. Ein Mauzi mit einem Heilball. Da, Mauzi sieht aber eigentlich anders aus. Gala Mauzi oder was? Das erinnert mich irgendwie an dieses eine Vieh aus, Nicht von Tom und Jerry, sondern diese andere Serie. Mit Tutti und so. Ah, da gab es so diesen einen braunen Typen. Dieses eine braune Vieh. Das sah auch so mit der Körperform so aus. Und das. Ach, weißt du, was ich meine? Das, daran erinnert mich das gerade. Wie cool. Das sieht einfach so episch aus. Mauzi. Oh Mann. Lol. So, komm, geh down. Geh baden. Noch nicht ganz, okay. Ich komme immer auf Sein nicht klar. Oh Mann. Trank? Hey, 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 hey. Immer langsam mit den ruhigen Pferden hier. Nein! Ich zück kurz Fleckleon aus. Das ist mir zu langweilig hier tatsächlich. Los, Fleckleon. Yeah, ich bin cool und cute. Yeah, yeah. Ey, ey, das lässt du ruhig sein hier. Ich schmeiß den Ball auf dich. Bam. Und down. Da geht er down, da geht er down, Leute. Nice. Ein Smetbo. Oho, oho. Da sehe ich etwa ein Smetbo. Das machen wir auch easy mal eben down. Noch nicht ganz. Schade. Oh nee, Konversion bitte nicht. Okay, nee, hat nicht so viel Schaden gemacht. Ich dachte, das würde mehr Schaden machen. Okay, egal. Bam. Und Wolli Level 17, Evoli Level 17 und Houtini Level 17. Geil, geil, geil. Vielleicht ein paar Entwicklungen, wenn ich Glück habe. Samurzel? Lol. Eine kleine Nuss. Kleiner Tannenzapfen. Zack. Ich bin trotzdem so stark irgendwie. Lol. Nice, Fleckleon Level Up. Und ich dachte, wir wären bestens vorbereitet. Bist du aber nee, nein, nein. Wir haben so viele leckere Sachen gegessen und so viel miteinander gespielt. Wie soll man denn bitte schon schön noch effektiver beim Camping trainieren? Tja. Oh, was ist das denn? Das Mauzi!
Ja, Mann, ich will es fangen. Einfach nur so. Ich will es einfach nur so fangen. Yo, Mauzi, wie geht's dir so, altes Haus? Ich komme auf das Aussehen nicht klar. Ich meine, guck dich das an. Das soll Mauzi sein. Mauzi, ey. Du hast dich echt schön verändert, du. In den roten Bereich sogar? Ja, nice. Lass deine Attacken sein und lass mich dich einfangen. Ab in den Ball mit dir. Zack. 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 Yes, wir haben's. Bam, 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 bam. Dun, dun, dun. Mauzi. Nee, Clonkett. Oh, ich dachte, Mauzi kriegt ein Level ab. Na egal. Na, ein besseres Mauzi jetzt. Geil. Falls mir der Name von diesem einen Charakter wieder einfallen sollte, könnte ich es ja eventuell wieder umbenennen. Aber es kommt ja eh nicht in mein Team rein. Von daher eigentlich auch Schnuppe. Hey. Ah, du bist ein Trainer. Mein Pikachu-Kostüm sieht total echt aus, oder? Gib's ruhig zu. Ja, stimmt tatsächlich. Ryan. Hast du ein Pikachu? Ja, ich wusste es. Ich wusste halt ein Pikachu. Hat das gerade Pika gesagt? Pika? Das habe ich gerade gehört, so. Hat doch gerade Pika gesagt, ne? Oder habe ich es gerade verhört? Doppelkick. Mach nicht so viel, okay. Nein! Nein! Warum muss es auch Statik haben? Oh, nein! Du Blödmann, ey! Oh, Mauzi! Hilf mir! Das besondere Mauzi. Was ich eventuell sogar abgeben werde, weil ich mir nicht sicher bin, ob man das auch auf anderen Accounts haben kann. Weil wenn das nicht so der Fall ist, dann werde ich es abgeben müssen, weil... Danny hätte ihn lieber als ich. Und deshalb... Joa. Ah, verdammt, egal. Jetzt auch egal, ganz ehrlich, du. Was ist denn das hier? Was machst du denn hier mit meinem Pokémon? Krank, irre, beides. Oh, gelieb. Es ist fehlgeschlagen! Willst du mich veräppeln? Komm, ist mir egal, ob es effektiv gegen Flecleon ist. Ich muss wechseln. Es ist mir gerade so egal. Das ist meine einzige Chance. Oh, zum Glück macht er Ruckzucki. Zum Glück. Der wird mich wahrscheinlich nur eben schnell umbringen. Schafft aber nicht. Ich mach das Gegenteil. Oder ich mach das Gegenteil passiert. Ich bring dich um. Haha. Pika, Pika. Oh, sorry, Mann. Mauzi, Level 17. Nee, Pika. Ich dachte, wenn ich mich als Pokémon Pikachu verkleide. Und außerdem nochmal in Pikachu kämpfe. Verwirrt es dich total. Aber Pustekuchen. Oh, sorry, ey. Was ist das hier? Oh, lol, ein Fritzelblitz. Ein Fritzelblitz, Leute. Einfach so random. Versuchen wir es mal zu schwächen. Aua. Ich hasse Paralyse. Ich hasse es. Es ist so schrecklich. Ich will aber keine Items einsetzen, weil ich vor der Stadt bin. Okay, nee, das dauert mir zu lange. Ich lasse es. Ich renne einfach weg hier. Kein Bock. Noch gescheitert. Echt jetzt? Lass mich raus. Danke. Außer Fritzelblitz gibt es hier sonst noch was? Ich sehe da einen Voldi. Einen Voldi gibt es. Oh, da hinten ist Geist-Pokémon. Dieser Kürbis. Hey, 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 hey. Irbis, genau. Oh nein. Dein Ernst? Dein Ernst? Okay.
Nein! Ach so! Ach so! Ich bin dumm! Stimmt ja, das hat ja keine Wirkung. Ich bin schlau! Ja! Keine Sorge, Mann, ich mach das hier! Oder auch nicht! Aua! Oh Gott! Lebst du noch, oder? Ja, ich weiß es nicht. So, aber jetzt wollen wir es fangen. Ist egal, und Fußstrahl, wir fangen es jetzt ein. So, schnell, schnell, schnell. Wir werden heute eventuell sogar ein neues Teammitglied in unser Team aufnehmen können. Mehr dazu gleich. Aber viele können sich das bestimmt schon denken, wer es ist. Egal. Irbis haben wir auf jeden Fall gefangen. Cool, cool. Cool, cool. So. Was gibt's noch so? Wie Mauzi da rennt. Wie cool. Ist das ein Pikachu? Das ist ein Pikachu! Oh, weiblich! Pikachu? Das ist ein weibliches Pikachu, Leute. Cool, cool, cool. Oh, ich will ein Pikachu. Ich kann sich zwar nicht Giga Dynamaxen, aber immerhin. Ein Pikachu. Bam. Oh, ich mache immer so wenig Damage. Komm, einmal müssen wir noch machen. Da können wir es fangen. So, und ich hoffe, wir schaffen es heute noch in die Arena rein. Das wäre sehr, sehr geil. Könnten wir das noch schaffen? Dein Ernst? Was ein Blödsinn hier. Was ein Kack. Houtini. Kannst du ja mal versuchen. Kanon. Aua. Du. Pokéball, go! Komm, bleib drin. Yes! Geil, geil, geil. Lalalala. Ein Pikachu. Wolli, Level 18. Ja, Wolli, wickel dich bitte mal endlich. Wolli, du musst dich mal entwickeln, Mann. Girl, entwickel dich. Nein. No. Wann entwickelt sich Wolli? So. Was kommt da raus? Nichts. Hallo? Oh Gott, ein Fritzeblitz. Lass mich in Ruhe. Ich hab gar keine Lust auf dich. Also, es gibt hier einen Sonderbonbon. Nice. Damit kann man Level-Ups einfach verteilen. Einfach so. Das ist cool. Aber selten. 2 Portionen Energiestaub. Okay. Oh nein, das ist ein Pokémon. Ich dachte, da wäre so ein Item versteckt oder so. Da ist aber ein Fritzelblitz. Lol. Ich trau mich gerade nicht zu kämpfen. Ich hab keine Lust irgendwie. Komm, geh mal. Geh mal weg. Da ist ein Trainer, der kann ja von hier aus nicht sehen, ne? Doch, kann er! Was? Seit gut 50 Jahren trainiere ich jetzt schon Pokémon. Na, willst du dir ein Bild von den Früchten meiner Arbeit machen? Will ich das? Ich weiß ja nicht. Also eigentlich würde ich jetzt gerne in die Stadt gehen, aber irgendwie verbrauchen wir die ganze Folge lang auf dieser Route, die eigentlich mega kurz ist, in der es aber viele Trainer gibt mit vielen starken Pokémon. Was jetzt kein negatives Dasein ist, sag ich mal. Egal. Nicht wichtig. Oh Mann, lass doch dein Ruckzuck hier woanders raus. Nicht bei mir. Aquavelle. Bam. Und down, weil wir so stark sind. Wir sind so OP. Nice, nice. Was hast du noch? Ein Loturze. Okay. Cool, cool. Hatten wir in der zweiten Folge, glaube ich, sowas gesehen. So ein Loturze. Kann das sein? War das zweite Folge? Ich weiß es leider nicht mehr. Ich glaube, es war zweite Folge. Als wir Loturze gesehen. Oder nein, einfach dritte, oder? Ich weiß nicht mehr. Egal, nicht wichtig, nicht wichtig. Wir haben es auf jeden Fall in den ersten paar Folgen gesehen. Und dann nie wieder. Und jetzt wird's sterben.
Leider ist schon die Hälfte der Folge vorbei. Das nervt mich gerade ein wenig. Hör auf, dein Pokémon zu heilen! Wow. So viel. Oh. Das ist so viel, Mann. Ich bin sehr geschwächt. Hör auf. Lass mich in Ruhe. Hör doch auf mit deinem Heuler. Geh doch einfach. Ja, geh doch einfach. Genau, geh doch einfach. Bam. Und da geht's down. Und. Keins. Okay. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, waren es vielleicht auch nicht ganz 50 Jahre. Ja, so sieht's auch nicht aus. Kapiert. Solange ich als Züchter nicht gut genug bin, habe ich auch keine Chance zu gewinnen. Da können meine Pokémon noch so gut sein. Uff, uff. Nein, 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 ich wollte fliehen. Du wirst nicht fliehen. Doch, ich werde fliehen. Oder ich bringe dich um. Wie du willst. Easy. Level up für Houtini. Nice. Hier ist ein Pokéball. Das ist ein Evoli. Nee, es ist so ein Kind. Was jetzt Evoli verkleidet hat. Was bist du? Ah, das ist wieder Mauzi. Okay. Können wir wieder one-hitten. Und zack. Ein paar Erfahrungspunkte so nebenbei, denke ich, ist auch nicht schlimm. Ich glaube aber, dass wir erst in der nächsten Folge in die Arena kommen. Was? Das ist nicht mein Mauzi. Mach einfach Heule weg, mir doch egal. Hier gab's irgendwas, ne? Ja, ein Äther. Cool, cool. So, da hinten sehe ich es auch schon. Und irgendwas ist bei mir draußen los. Aber ich hoffe, das hat man eh nicht. Das ist ein Dickter. Warte, will ich jetzt schon kämpfen? Weil die Stadt ist direkt hier. Hä? Wolli, wo bleibst du wohl hier? Achso, Wolli, bleibst du wohl hier geblieben? Wolli! Was? Seht da. Wolli ist mit dir zusammengestoßen und stehen geblieben. Oh je, ist alles in Ordnung? Das hat einen ganz schönen Knall gegeben. Hey, warte mal, du bist doch ein Arena-Challenger, oder? Ja. Wusste ich's doch, ich hab dich bei der Eröffnungszeremonie gesehen. Wir standen uns gegen vor, weißt du? Mein Name ist Jaro. Ich bin der Arena-Leiter und mein Spezialgebiet sind Pflanzen-Pokémon. Ich muss sagen, auf dich bin ich schon besonders gespannt. Schließlich trifft man nicht alle Tage auf einen Trainer mit einer Empfehlung vom Champ. Du findest mein Stadion, wenn du der Route noch ein Stück weiter in diese Richtung folgst. So, und du bist jetzt artig und kommst schön zurück zum Stadion mit mir, Freundchen. Ich will nicht, dass die Arena-Challenger zu lange auf uns warten müssen. Wolli, Wolli! Yeah! Und ich habe das Gefühl, die machen irgendwie draußen Party, ignoriert einfach alles im Hintergrund, okay? Es gibt gar nichts im Hintergrund. Das sind alles Illusionen. Es existiert gar nicht. So, was gibt's denn hier? Ach, dann sind wir hier, okay. Tipps für Trainer. Pokémon-Attacken können den Kategorien der physischen oder Spezial-Attacken angehören. Je höher der Angriffswert eines Pokémon ist, desto stärker sind seine physischen Attacken. Spezialattacken sind umso stärker, je höher der Spezialangriffswert des Anwenders ist. Cool, cool, cool. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass gerade Party bei mir abgeht, ey. So hört sich das zumindest an. Leute, ich hoffe, das ist nicht so störend. Wenn ja, dann tut's mir natürlich leid. Nein, kein Bock auf dich, Woldi. Nein, auch kein Bock auf dich, Fritzel, Blitzel, Litzel, Schlitzel, Schnitzel. Oh, Schlitzel, ich hab Lucker. Ich hab Hunger, Hunger. Wenn ich ehrlich bin, habe ich eigentlich eher Lust, ins Pokémon Center zu gehen. Ja, ich mache ich auch erstmal. Erstmal ins Pokémon Center. Hm, das machen wir. Und danach kämpfen wir hier gegen die. Wen gibt's denn hier noch alles? Hier gibt's nicht mehr so viel. Okay. Ich glaube nur noch drei Trainer oder so. Ein paar Items zu sünden. Cool. Hey, Hopp! Hey, Michael, schau mal, das Arena-Stadion von Tourfield. Wir sind da! Ja, ich sehe es.
Arena-Leiter Yahoo ist zwar wieder zurück, aber die anderen Challenger waren schneller als wir. Sieht so aus, als müssten wir eine Weile warten, bis am Arena-Stadion etwas weniger Andrang ist. Ach übrigens, Sanya hat nach dir gesucht. Sie will dich was fragen, Michael. Mich hat sie auch schon damit genervt, aber ich habe nicht ganz geschnallt, was sie von mir wollte. Du solltest sie auf dem Hügel finden. Wenn du den Hügel nicht sofort findest, dann wirf einfach einen Blick auf deine Karte. Wei, wei. Ach, da ist sie schon. Hey, das ist doch Sanyas Waldi. Am besten folgst ihm einfach. Er ist der geborene Wegweiser. Waldi. Mach mal gleich. Nur will ich nur kurz gucken, dass wir hier irgendwie so einen Fashion-Laden finden. Ich will aber jetzt die Stadt noch nicht erkunden, um ehrlich zu sein. Noch nicht, noch nicht. Lass mal kurz schauen, was gibt es denn hier alles so? Wei, wei. Ja, ja, das machen wir gleich. Turfield, berühmt für die altertümliche Geoglyphe, die den Hügel am Rande der Stadt ziert. Yeah, cool. Okay, geht anscheinend viel ab. Wir gehen erstmal in den Pokémon Center, reden mit denen und dann gehen wir nochmal zurück zur Route. Klamotten können warten. Guten Tag. Jo. Nehmen Sie meine Pokémon Obhut und heilen Sie sie bitte. Yep, 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 yep. Dam, dam, dam. Nice. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön und tschüss. Tschüss, tschüss. Es ist ja kein seltener Anblick, wie Yarrow ganz gelassen hinter Wolli herläuft, die aus dem Turfield-Stadion entwischt ist. Wir sollten uns endlich mal ein passendes Souvenir zu der Geoglyphe einfallen lassen. Geoglyphenmarmelade, das wär's. Alle Firmen, die hier Werbung machen, gehören Rose. Okay. Dann mal kurz gegen die Trainer hier. Guten Tag. Hey, ein wildes Pokékind erscheint. Hehe, das wollte ich schon immer mal sagen. Ein wildes Pokékind. Pokékind Sira. Was hast du? Ein Hokumil. Ah, das! Oh, das ist so cute, das Pokémon. Hokumil, Hokumil. Ein Pokémon nur. Ach, das ist doch gar nichts hier. Welchen Typ ist das eigentlich? Ich glaube Fee, oder? Ich glaube, das ist Typ Fee. Und down. Und Level Up für Fleckleon. War's schon vorbei? Ja. Tja. Ist dann wohl so. Warum bin ich so angezogen bin? Na, weil ich wissen will, wie sich ein Pokémon fühlt. Ach so. Ich dachte, du bist Cosplayer. Dann, 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 eine Kraftwurzel. Cool, cool. Und eine Portion Silberstaub. Cool, cool. Lass mich bitte in Ruhe. Ich gucke nur nach einem bestimmten Pokémon. Oh! Ein Wommel! Unerwartet. Und auch nicht das, wonach ich gesucht habe. Ich suche ein bestimmtes Pokémon. Was soll es hier eigentlich geben? Falls ich es nicht finden sollte, werde ich nachdem. Ich werde. Das ist eine ganze Aufnahmesession. Nachdem ich den ersten Orden habe, werde ich mal gucken, wo es das gibt. Damit ich auf jeden Fall noch ein Team habe. E-Boy Level Up. Cool, cool. Oh, Fritze Blitz. Nein, ich habe keine Lust auf dich, Fritze Blitz. Mann, verstehe es doch. Ich will gerade nicht. Oh. Auch keine Lust, das jetzt zu besiegen. Ich bin einfach so lustlos gerade auf das Pokémon da gestimmt. So, okay. Hier haben wir noch zwei, die wir noch schnell fertig machen wollen. Da oben ist was. Da kommen wir rauf. Ein Paraheiler. Boing. Hey. Ich bin ein Evoli. In mir steckt ganz viel Potenzial. Wenn du meinst, wenn du meinst. Hast du einen Evoli denn im Team? Ja, hat sie. Wusste ich doch. Jawohl! Süß. Und down mit dir. Da will er mir erstmal noch hier Schaden zufügen. Mir auch egal, so wenig. Aquawelle! Und down ist es. Tot. Mauzi Level 18. Nice, 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 nice. Ich bin ein Evoli, aber vielleicht steckt doch nicht so viel Potenzial in mir, wie ich dachte. Tja. Passiert. Ich bin ein Evoli. Hm.
was ich mich wohl entwickle, wenn ich mal groß bin. Tja, gute Frage, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh nein! Ich bin festgehangen. Wegen der Steuerung. Ich mag die Steuerung immer nicht. Ich finde das immer noch seltsam. Ich würde gerne B gedrückt halten, um zu rennen. Und nicht automatisch rennen. Mich regt das auf. Kann man das nicht in den Einstellungen ändern? Das guck ich kurz nach. Nein, das ist nicht das, was ich gesucht habe. Hier, Einstellungen. Ich weiß gerade nicht, was. Nein, was habe ich gemacht? Hä? Was habe ich gemacht? Hä? Ich glaube. Okay. Das ist so seltsam. Jetzt habe ich schon wieder. Hä? Wie kann ich das denn ausmachen? So. Okay, okay, okay. Alles gut, Leute. Keine Langeweile hier. Keine Langeweile hier. Lassen wir so. Nichts ändern hier. Danke. Nadelrakete bekommt man hier. So, neuester Kampf. Und dann war es auch mit den Kämpfen heute. Buh, ich meine, Pika. Ein Pika bist du? Das glaube ich wohl eher nicht. Aber cooles Kostüm. Ein Watzer. Cute, cute. Fleck Leon macht dir das Handumdrehen. Was auch mal. Mach dich im Handumdrehen weg. Zack. Zack, da bist du tot und dein Freund, dein anderes Watzer wahrscheinlich, ist dann auch weg. Hahaha. Nee, ein Mabula. Was war das denn nochmal? Ach, das Vieh. Also. Ja, du bist jetzt auch weg, ne? Tschö. Tschö, Mittel. Ich bin einfach zu stark. Lol. Blablabla. Jetzt würde ich mich gerne in ein Pokéball kuscheln und schlafen. Oh. Kannst du aber leider nicht. Ha, 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 ha. Okay. Machen wir. Oh, da ist noch ein Item. Das nehmen wir uns kurz. Ich will keinen Kampf, 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 ich will keinen Kampf. Außer es ist ein Pokémon, was ich gerne im Team haben will, aber ich dachte, das gibt es hier. Vielleicht habe ich mich auch vertan. Egal. Machen wir weiter in Turffield. Sollen wir nämlich hier lang? Der Name der Geoglyphe wurde wohl nicht überliefert. Hügelgenossen, okay. Okay, mache ich. Hügel soll super sein. Ich habe die Geoglyphe zwar fotografiert, aber das kommt niemals an das Original heran. Naja, zumindest kann ich mir jetzt immer die Bilder ansehen, um mich daran zu erinnern, wie besonders es war, diesen Ort in Natura zu sehen. Woll, woll, woll! Ja, ja, woll, ich folge dir schon. Na, oh, Misse. Drei Kapseln X-Angriff. Wer braucht denn sowas? Ich roll nicht. Aber hallo! Danke, Woldi! Woll, woll, woll! Jawoll! Super, dass du extra vorbeigekommen bist. Ich brauche hier mal deine Meinung. Oh, das haben wir doch schon mal gesehen. Siehst du diese Figuren da auf dem Hügel? Diese Bodenzeichnungen nennt man Geoglyphe. Was glaubst du, was das darstellen soll? Das Dynamax-Phänomen? Ja, das ist eine mögliche Interpretation. Das könnte ein Dynamaximiertes Pokémon sein. Aber die Leute, die vor 3000 Jahren gelebt haben, sollten eigentlich nicht mehr wissen, was Dynamax überhaupt ist. Sie hätten mehr als nur eine blühende Fantasie gebraucht, um solch eine präzise Abbildung davon zu erstellen. Vor langer, langer Zeit erschien ein schwarzer Wirbel am Himmel über Gala und gigantische Pokémon in der Region zu Wüsten. Leute nannten den Wirbel Finstere Nacht. Was mag das wohl gewesen sein? Und was hatte der Wirbel mit dem Dynamax-Phänomen zu tun? Fragen über Fragen. Und wie es aussieht, ist es mein Job, Antworten auf sie zu finden. So viel Arbeit, nur weil mir meine Großmutter ins Gewissen geredet hat. Danke auf jeden Fall für deine Hilfe. Hier, nimm jetzt gerne schon diese Liga-Karte. Okay.
von Yaro. Yaro, der Arenaleiter von Turfield, ist auf Pflanzen-Pokémon spezialisiert. Feuerkäfer und Flugattacken sind gegen Pflanzen-Pokémon sehr effektiv, falls du das noch nicht wusstest. Und nimm die hier mit, falls deine Pokémon im Kampf gegen Yaro schlapp machen sollten. Zwei Beleber, dankeschön. Geh und zeig denen im Stadion von Turfield, was du auf den Kasten hast. Weil. Das mache ich doch mit links. Und das aber erst in der nächsten Folge. Aber erstmal reden wir noch mit denen hier. Wie kann es sein, dass eine vor Ewigkeit angefertigte Hieroglyphe heute noch existiert? Ich komme einfach nicht aus dem Stadion heraus. Aber wenn ich so viel darüber nachdenke, habe ich wieder schlaflose Nächte vor mir. Meine Theorie ist ja, dass Pokémon dabei geholfen haben, die Hieroglyphe zu erschaffen. Mag sein. Ich muss noch ein bisschen wachsen, dann kann ich meinen Kopf durch das Loch da stecken. Ich kann das jetzt schon. Hallo. Kann ich hier? Nee, da kann ich nicht. Okay, Leute, wenn es euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne mal positiv werden da. Was ist das? Irgendwo in Turfield ein Schatz vergraben liegt? Ich habe diese Karte hier, an der angeblich steht, wie man ihn findet. Mit Monumenten, die aus dem Boden sprießen, musst du geschwind den Kreislauf schließen. Erst Pflanze, dann Stärke, danach Schwäche. So findest du den Schatz auf dieser Fläche. Mich hätte er nicht. Ich verstehe nur Bahnhof. Ich auch. Aber in der nächsten Folge, wo ihr abonnieren solltet, damit ihr die nicht verpasst, da machen wir richtig coole Sachen. Da machen wir die Arena. Hoffentlich. Ein Blattstein. Cool. In den Stein ist ein Wort eingemeißelt. Wasser. Diese rätselhaften Steingebilde, wurden sie von Menschenhand geschaffen oder doch eher von Pokémon? Das weiß ich nicht, aber in der nächsten Folge werden wir mehrere Sachen herausfinden. Haut rein, schönen Tag noch, Like da lassen, nichts verpassen und bis dann, schönen Tag noch, tschüss.